Sweet, sweet memories you gave of me. You can't beat the memories you gave of me. Take one fresh and tender kiss. The memories you gave of me. Add one stolen night of bliss. You can't beat the memories you gave of me. One girl, one boy, some grief, some joy, memories are made of this. Don't forget a small lonely. Herr Rücker, nochmal ein herzliches Willkommen hier in der Wall Street Gallery. Es ist mir eine große Freude, Sie hier in den Räumen empfangen zu dürfen und in die freie Perspektive, weil das ist, was wir hier auf der gegenüberliegenden Seite sehen, das ist erst, naja, inzwischen auch seit 27 Jahren zu sehen, aber in der Ursprünglichkeit und das, was uns hier zusammenführt, und das finde ich interessant, dass die Mauer eben nicht nur teilte, sondern in unserem Fall sie auch zusammenführt. Das ist eigentlich zumindest denkerisch interessant, also dass man kann ja Dinge zusammendenken und auseinanderdenken, aber manchmal geschieht etwas, wie hier, wenn man der Zeit im Lauf lässt und es geschieht von ganz alleine. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass ich einen Raum und einen Ort kennen, aber vor allen Dingen einen Menschen kennenlernen darf, der ganz intensiv mit der Mauer gelebt hat, ob er sie nun wollte oder nicht, aber er war dran, an der Mauer, davor, dahinter, aber er war dran. Ich danke Ihnen, dass ich hier sein kann, was Sie eben sagten, dass die Mauer auch Menschen zusammenführt und nicht nur getrennt hat. Das habe ich erleben dürfen im Kennenlernen von Menschen. Ja, genau, das genau so dachte ich. War mir vergönnt. Sie leben seit 86 hier, ja. Und eigentlich, das muss ich auch noch sagen, erst seit 1970 überhaupt in Berlin. Das ist keine geborene Frage sein. Ja. Ja. Sie sind nicht in Berlin zu Hause, sondern inzwischen völlig zu Hause. Ich bin Ur-Berlin, also Ur-Berliner geworden, aber ich komme ursprünglich aus Heidelberg. Aus Heidelberg? Ja. Ach, wie schön. Vom Neckar dann. Ja. Naja, doch, es war, also, ja, es war interessant, es war schön, aber wenn man dann so als junger Mann 18, 19 geworden ist, dann war für mich jedenfalls angesagt, die Welt ist offen und draußen. Und das, ja, höre ich von vielen Menschen, die nach Berlin gekommen sind, von ja, irgendwoher. Und erstmal haben sie die Weite gesucht und haben dann in Berlin trotzdem den Punkt gefunden, der ihnen entsprach. Ja. Ich habe Berlin in Johannesburg gefunden. Ja, also ich hatte in Johannesburg eine wunderbare Frau kennengelernt und die kam aus Berlin und schwärmte von West-Berlin zurück. Und sagte, und ich war schon irgendwie auch mal wieder müde geworden von Afrika, ich bin viel rumgereist, also nicht nur in Südafrika, aber und dachte, das könnte eigentlich das nächste Ziel sein. So kam ich eben von Afrika nach Berlin. Trotz des Wissens und Kenntnis über die geteilten... Ja, es gab, aber das wissen Sie bestimmt auch, West-Berlin entleerte sich von Ur-Berlinern mit dem Mauerbau und füllte sich dann langsam mit jungen Leuten, die natürlich vor allem pazifistisch orientiert und der Bundeswehr und so, was in meinem Fall gar nicht so sehr der Fall war, weil ich war zwar nicht bei der Bundeswehr, aber ich war halt in Afrika und war unterwegs. Aber es war die Idee eines Neuanfangs.
also eines mentalen, eines Neuanfangs. Und das war es ja. Ich meine, wirklich Kreuzberg war ein großes Experimentierpflaster, ja, von vielen Kreativen. Bei weitem nicht so viel wie heute. Also heute ist Berlin gerade mit Musikern hinreichend tolle Künstler insgesamt. Aber West-Berlin war eben auch damals schon eben durchaus eine befreite. Es war das befreite Teil von Berlin und ich glaube, man war auch sehr geduldig mit vielen Leuten, die sagten, ja, es waren noch viele flippige und verrückte und sonst was. Ja, aber das gehört dazu, wenn man eine Sammlung von kreativen Menschen ist, da kann man immer nicht wissen, was sich alles entwickelt. Genau. Ja, eben. Und das zog mich an, in der Tat. Das war, und ich war vom ersten Tag an begeistert, muss ich schon sagen. Also die Atmosphäre hier in Berlin fand ich absolut exakt unvergleichbar mit irgendwelchen Städten, die ich vorher kannte, Karlsruhe, Mannheim, München, Hamburg oder sonst irgendwas, wo man sich auch mal für ein paar Tage aufgehalten hat. Ich kannte ja den besten Teil der Stadt vor 61, aber da war ich erst 20, sodass in einer entscheidenden Phase des Lebens da Lehrmeldung für mich war. Wir waren alle interessiert, ja, was passiert dort, wie geht es weiter. Aber das kam dann natürlich nur über Radio. Fernsehen war für uns nicht so von Interesse. Übers Radio zu uns und dankenswerterweise durch die vielen Besucher, die wir hatten. Also unsere Familie ist sehr verteilt über die ganze Stadt, Ost und West, sodass da ein guter Zusammenhalt war und dieses sich auch ausgewirkt hat in der Zeit der Teilung. Viel Besuch und man dadurch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Anschluss an die Kunstszene, an das Soziale, an die soziale Struktur hatte. Das flügelte und das half einfach auch weiter, dass man nicht abgeschnitten war. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Und es war eben auch in der Tat, ich meine, es war so, kam es mir vor, die eine freie Kunstszene, die aber durchaus immer ihre so einen politischen eine politische Unterströmung hatte. Also es war nicht das Abstrakte oder was wie es aus meinetwegen USA kam, sondern es hatte immer für mich ganz besonders einen gesellschaftlichen Bezug. Ja. Wenn nicht einen sozialen Bezug, könnte man auch sagen, aber es ist einen gesellschaftlichen Bezug. Und deshalb war ja auch ich meine, wie die Mauer auf der Westseite bepinselt, dekoriert und gemalt wurde, da waren wirklich gute Sprüche, gute Lebensäußerungen auch. Ja, man sagte, hoppla, es gibt doch Menschen. Ja, das, also insofern auch die Mauer gewissermaßen als Sammelsurium von Hunderttausenden von verschiedenen Denkrichtungen und Gefühlsrichtungen. Wenn es nur der Schriftzug war, ich war auch da, dann konnte man schon, ja, das hatte eine Bedeutung, das sprach sein Leiden. Also, es hat auch einen Bezug darauf, dass es Menschen, wenn auch nicht in dem Fall zusammengebracht hat, aber Ideen. Absolut. Das ja, es war, was heute wirklich etwas für, also nicht, dass ich nachtraue, aber das war schon dieser Geschmack vom alten West-Berlin, wie ich immer sage, das alte West-Berlin. Ja, da war auch immer ein, also es ist natürlich das Bedürfnis nach Freiheit war immer artikuliert, aber es war auch eine Verbindung zum
zum Dasein, also zur Scholle, zum Pflaster. Unter dem Pflaster liegt der Strand, ja, die Hoffnung war ja durchaus da. So, also, ja, es war schon mal. Von der Seite konnte man auch was machen. Mhm. Die andere Seite war militärisches Sperrgebiet. Genau. Mhm. Sie haben es ja unmittelbar erlebt. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie Aktionen von der anderen Seite aus mal erlebt haben, sicher. Aber es war Sperrgebiet und demzufolge durfte es nicht dokumentiert werden, ja, sondern war ja strengstens verboten. Also ich würde Ihnen jetzt gerne, wir könnten ja in dem Büchlein blättern, da gibt es viele so Fotos zu dieser Situation. Also ich hab dieses Büchlein, das würde ich Ihnen auch gerne als Geschenk überreichen. Und ich nenne es Grenzenlos. Und weil ich mit dem Buch der Wandlung, dem I Ching, damals sehr beschäftigt war und das mir auch so eine Weisung gegeben hatte, nämlich die Arbeit am Verdorbenen, so heißt das, ist eben, ja, aber wir lassen das mal beiseite. Hier sieht man das Haus gegenüber. Ach ja. Und das ist 1945 die letzte Straßenbahn, noch völlig zerschossen, völlig zerschossen im Schutt, und es ist im muss Mai 45 gewesen sein, diese Aufnahme. Also von damals habe ich auch noch nicht gelebt. Aber als Einleitung. Ich erinnere mich dieser Typen der Straßenbahn noch sehr genau. Ja. Denn ich bin zwar nicht 45 in Berlin gewesen, da war ich in Schleswig-Holstein, denn wir waren evakuiert, aber die Verkehrsmittel, die damals Straßenbahn teilweise grau gestrichen waren, mit Militärfarbe praktisch, um erstens unkenntlich zu sein, also keine hellen Flecken bei den Luftangriffen darzustellen, und zum anderen, weil man nichts anderes hatte. Ja, Graufarbe. Aber diese Wagen kenne ich doch ganz genau. Ja, ja. Ich auch. Also in den 50ern fuhren die in Heidelberg. Also das war schon ein bisschen international, ich weiß nicht. Allerdings nicht mit, mir scheint, das ist der Bügel zur Oberleitung. Sie hatten damals schon den Scherenstromabnehmer. Stromabnehmer, wie bei den Bussen, oder? Ja, genau. Aber das ist eine Stange, die da genau, die manchmal runtersprang, dann hast du ja schon. Genau, so war das. Ja, ich saß vor kurzem mit einem Freund und wir sagten, guck mal, die ist an der Seite ist nicht geschossen, aber vorne sind viele Einschusslöcher von unterschiedlichen Kalibern. Aber vielleicht, und ich sagte, ja, weißt du, das offenbar ist da vorne der Motor drin gewesen oder sonst irgendein Block. Das, warum aber das nicht durch, oder das kann man ja so genau nicht sehen, aber es sieht so aus, als würden da drin noch Verteidiger gesessen haben. Ja, also das ist die Perspektive, die dann eben auch der gleichen Perspektive wieder das Haus gegenüber und dann ein paar Jahre später, das war dann die Ansicht hier. Das ist ja enorm. Ja. Und dann im Spiegel des Schaufensters, hier sieht man wieder das Haus gegenüber, aber diesmal schon vergittert, das war die Hinterlandmauer. Und und eben auch die Figur, die steht eigentlich hinterm Fenster und ich bin davor und fotografiere von draußen. Das hat so eine seltsame Doppelbelichtung, Vordergrund, Hintergrund und so. Und das ist dann die Zimmerstraße. Also hier ist das, hier, ja. das helle ist die Galerie und in Richtung Checkpoint Charlie. Und dann sehen Sie eben die ganzen Autowracks. Also hier müsste hier dann gelagert. Adler sein, nicht? Ja, das ist das Adlerhaus. Ja, das helle. Genau. Café. Und nochmal die ähnliche Perspektive, aber ein bisschen dichter dran mit der Galerie. Und mit einem Regenbogen. Genau, ja, den habe ich. Ja. Weil es ist dann, jetzt geht es dann nämlich zum I Ching und hier, also mit dem Schild nochmal und der Christina, so nenne ich die Figur. Und dann sieht man nämlich auch das Haus unrenoviert. Und es ist tatsächlich nie renoviert zwischen, also 1898 ist die Bauzeit, bis zu dem Datum hier war nie eine Renovierung gewesen. Aber und jetzt, aber ich vielleicht, also es geht jetzt um das I Ching, es geht auch darum, auch, dass
dass vor allen Dingen im konfuzianischen Kalender der Süden oben ist und nicht unten über uns. Das Ganze natürlich sich dann etwas verdreht, aber es wäre jetzt zu weit ausgeholt, darauf einzugehen. Aber hier, das ist meine Installation, das war ein großes Wundpflaster, was ich an die Mauer gehängt habe, mit dem Roten Kreuz drin. Und die Arbeit am Verdorbenen, das ist eben die Weisung gewesen aus dem I Ching, das Orakel gewissermaßen, das sieht dann so aus mit diesen diese Doppelzeichen. Die Weisung ist eben die Arbeit am Verdorbenen. Also, schau mal bei den Eltern, bei den Großeltern, woher kommt das Verderben, mit dem du dich gerade beschäftigst und so. Und das hat ja durchaus seine stimmigen Hintergründe. Und das war eben das Mundpflaster. Und nochmal der ganze Text aus dem I Ching, das ist das übrigens von dem Richard Wilhelm übersetzt, so 1920. Der war Sinologe und lebte lange, 30 Jahre, glaube ich, in China als Pfarrer, protestantischer Pfarrer, und hat sich mit dem I Ching beschäftigt und das ins Deutsche übersetzt. Das ist nochmal dasselbe, und hier sieht man das Haus gegenüber wieder, ja, als Hinterlandmauer mit einem Soldaten. Ja. Immer kam, wenn wir gebohrt haben, dann kam immer einer und sagte, das Eigentum der DDR, verboten. Oder hier ist dann, also ich nenne es Krieg vor meiner Tür, das ist die Nacht, in der das Wundpflaster wieder runtergerissen wurde von den Grenzwächtern. Und mein Freund Mick versucht, die Maske zu retten. Das hat er auch geschafft, die kleine Maske, die da drin war, ach, in dem Kreuz. Ja. Und die ist dann, die ist dann hier vervielfältigt. Und das ist so etwa die Anlage, so als Skizze mal, wie das war. Ich hatte nämlich nachts immer beleuchtet hier mit einem großen Halogenscheinwerfer, also so 2,5 Meter Abstand, so einen Seitenriss auf Riss, wie damit man sich vorstellen kann, überhaupt heute. Ja, für die jungen Leute, die das nie erlebt genau. haben. Also das wie das eigentlich war. Ganz gegenwärtig. Mhm. Das Maß wurde neulich mal genannt, 5,18 Meter, das wäre die engste Stelle gewesen inzwischen. Eigentlich normalisch, würde ich sagen, immer da, wo die Baufluchtlinie im Westen die Grenze war, war dann die Mauer so zurückgezogen. Es gab es auch umgekehrt. Also ja, so, aber hier in dem, ich glaube im gesamten Kreuzberger Bereich, also zumindest bis zum Bethanien, war das mehr oder weniger so. Aber es war eben, man sieht hier fahren, das ist eine amerikanische Patrouille mit Jeep, die fahren dann wirklich hier durch. Ja. Also das ist der Mittelbalken, den gibt es noch. Das ist hier am Fenster Mittelbalken. Ja, hier im Fenster, ja. Damals die Dekoration war eine andere, und da habe ich eine ganze Reihe Fotos gemacht von Amerikanern, von Briten, von Franzosen. Das ist ja patrouilliert. Bezeichnend, diese Tiefel, die hier drin stehen. Draußen vor der Tür. Ja, Der Trump betraf uns ja alle. Ja, eben. Das ist immer, also es gibt dann die 6 Wandlungen zu diesem Zeichen. Man sieht immer, da ist der Kreis, das heißt, es ist die 9 auf zweitem Platz. Und dann heißt das, dass sich der Yang-Strich zum Yin-Strich verändert und dann offen ist. Und dann gibt es ein neues Zeichen. Und das ist immer, bezieht sich aber immer auf diese Arbeit am Verdorbenen, also immer auf das die Verdorbene der Mutter, Verdorbene des Vaters, Verdorbene des ganzen Clans und so. Also, und natürlich immer einen neuen Blickwinkel dann auf das Verdorbene, was in diesem Fall ja auch die Mauer war. Und das ist ein britischer Offizier, und sieht man dann schon die Maske, die hat sich verdoppelt und immer nochmal verdoppelt und immer wieder runtergerissen und wieder verdoppelt. Das war so eine Form, wo ich die Maske sehr leicht reproduzieren konnte. Ja. Also so. Ja. Und bis hin dann kamen, irgendwann freundeten sich dann die Amerikaner und Briten an und kamen dann auch Schnappschüsse gemacht
für ja, Frontbericht. Hier ein amerikanischer GI steht auf dem Jeep, lässt sein Maschinengewehr alleine und holt sich eine Maske von der Mauer. Ich habe das noch in Erinnerung. Ich studierte damals in Dresden. 1962 war, glaube ich, die, aber da waren sie demzufolge noch gar nicht hier. 62 die Konfrontation, als ich hier unmittelbarer Nähe die Panzer gegenüberstand. Und man muss sich das vorstellen, Dresden war nicht gesegnet mit UKW-Hörfunk und Überwachungshörfunk, sondern da waren Störsender auf der Mittelwelle. Und wie hat man da gehangen, um ein paar Informationen aus der Heimatstadt zu bekommen? Das war ein erheblicher Aufwand. Aber die Störsender konnten uns nicht schrecken. Wir mussten ja irgendwo die Informationen herkriegen. Ja, und am Wochenende. Aber sie von der Prostata, hatten keine Möglichkeit, das irgendwie zu unterlaufen oder zu überbrücken oder sowas. Also es sind noch einfach so Situationsfotos von Touristen, weil das war ja auch eine Touristenmeile damals, als sie da stand. Ja. Oder eben junge Musiker, die kamen, um ein Plattencover herzustellen, zu fotografieren. Das ist nochmal eine Erklärung, wie es überhaupt wie das funktioniert, weil es ist ja der urdigitale Code, sage ich, aus der Bronzezeit. Ist 5000 Jahre alt, aber was damals Yin und Yang war, ist heute die 0 und die 1. Ja, so, also das Digitale, und nur das bezieht sich, ist eben ja sehr viel irdischer, und mein Ansatz war auch, das zu begreifen, als die Erde redet mit uns. Nicht irgendeiner, der sich da bei Facebook einlinkt oder so, also, sondern ist die Erde. Und hier, ist, also es gibt die Wandlung, das heißt ja eben auch das Buch der Wandlung. Hier gibt es eine Wandlung, die eindeutig zeigt Ost und West. Also die unteren drei Linien sind Ost, die oberen drei Linien zeigen Westen. Auch ein interessanter Hinweis. Das war dann im Winter 87, 88, die Vereisung der Mauer mit dem Brick on the Wall. Also das, da hatten wir dann wirklich mit viel Wasser und so in den kalten, eiskalten Nächten den eiskalten Krieg hergestellt, optisch. Das ist der eiskalte Krieg. Ja, so. Und nochmal die Wandlung eben, da ist dann die 6 auf, unten eine 6 und so, dann ergibt es also immer wieder. Aber das wäre jetzt zu weit gegangen, für hier sieht man, das ist aus dem Stasi-Archiv, das Foto. Da sieht man nämlich die Wall Street Gallery aus der Perspektive hinter der Mauer. Das ist vom Dach gegenüber. Wann hast du das gemacht? Das muss 86 oder 87 gewesen sein. Und von wem haben Sie das Foto? Aus dem Stasi-Archiv. Ach so. Hat Ralf vermittelt. Und das ist Checkpoint Charlie auch zum 13. August. Das ist die Horde der Westberliner Journalisten, und die Fopos stehen und zeigen ihre Anwesenheit. Das ist auch eine interessante, also es sind meine Aktionen gewesen, Holz gegen Beton, Palisadenzaun gewissermaßen, so gegenüber angelehnt, fand ich auch ganz spannend. Dann gibt es nochmal die Wandlung von 6 auf 4. Platz. Dann jetzt geht es zum, das ist dann ein bisschen nochmal die Masken, aber diesmal dann unter einem Tuch. Sie drücken sich auch mehr so durch. Also es hatte nochmal einen seltsamen Realismus darüber bekommen, über die Bespannung mit dem Tuch. Und dann war ja damals eben, das war der Anfang von der Digitalisierung, da gab es dann trojanische Pferde, die
ersten trojanischen Pferde im Netz. Ja. Und ich dachte, trojanisches Pferd an der Mauer, das ist auch ganz spannend, weil das gehört auch irgendwie zusammen, das alte Troja mit dem Pferd, mit dem trojanischen Pferd. Und zur 750-Jahr-Feier war dann meine Idee, wir machen eine 1500-Jahr-Feier draus, zweimal 750. 1500, ja, ist noch viel mehr, und öffnen die Mauer und schieben das trojanische Pferd durch, weil man kennt ja die Story darum und kann souverän damit umgehen, aber das ging alles daneben, leider. Ich hatte es wirklich, weil damals viel in Ostberlin, also ich war jeden Monat zwei bis dreimal in Ostberlin, muss man ja immer einen extra Passierschein beantragen und so, aber es war spannend, es war toll, es war interessant. Und eben nochmal das trojanische Pferd und nochmal der Zugang zum Iging, damit man versteht. Und das war dann die Verspiegelung der Mauer. Da hatte ich also so 36 Quadratmeter Spiegelscherben draufgeklebt. Und hier sieht man nochmal die amerikanischen Art militärische Übung vor der Mauer. Das ist wieder die Wandlung. Diesmal die 9 auf 3. Platz, ergibt auch interessante Motive. Und nochmal die, und dann eben die Transplantation, so nannte ich das, von Mark, von Knochenmark, Ostmark, Westmark, Mark Brandenburg. Und so, das haben wir gerührt mit Rinderknochen und viel Pulver und die Wandlung von 6 auf 5. Platz und hier dann die Mauer in Flammen und dann hier, das war dann der Abriss eben zum Frühlingsbeginn 1990 kam dann der Bagger. 90, ja. 90 war das, ja. Und das war der erste Durchblick hier mit dem Licht, was immer die Mauer bestrahlt ist, plötzlich gegenüber auf dieses, ist ein Kreuz, plötzlich ist wieder das Kreuz da. Und hier ist das Kreuz an derselben Stelle und hier ist das Kreuz dann als Licht. Fand ich faszinierend, habe ich auch erst später entdeckt, dass ich die Fotos nochmal durchgeguckt habe. Hier stehen noch, also ist wirklich so genau, die haben, war vermutlich die einzige große Fete mit der Grenztruppe Felix Tschetschinski, weil die waren es, die Mauer wieder abholen. Ja. Und große Party. Und die zogen dann in der Tat, ich sagte, könnt ihr nicht anfangen mit der Mitte hier? Haben sie das Mittelteil aus der Mauer genau in der Mitte hier rausgezogen, hochgezogen, ne, mit dem Kran. Und dann war das, hoppla, das ist doch was. Ja. Und dann gibt es hier, das sind dann die Wall Street Gallery Journale, die habe ich dann nur als Cover, das ist inhaltlich sind sie nur angedeutet, weil das reicht da einfach finanziell nicht. Und da gibt es dann eben auch, wo sind sie denn, jetzt hier, das ist dann nur die Apostelköpfe. Da kann man das so tun. Ja, das möchte ich Ihnen gerne schenken. Sehr berührt und bedanke mich. Sie Mühe gemacht haben, hierher zu kommen. Ja, vielen Dank, dass Sie mir diese Dinge erläutert haben. Ich bin ja noch nicht informiert über diese Wandlungen. Es ist hoch, also ich fand es immer spannend, aber es ist leider vergessen und bei Mao, unter Mao völlig, ich habe es drin erwähnt, so, also es wurde wegrevolutioniert, kommt aber jetzt, es war vor ein paar Jahren auch ein chinesischer Germanist, der sprach brillant das Deutsche, also ist an der Uni, in China. Und er sagte, das ist aber jetzt gerade wieder im Kommen. Es wird erwähnt, es gehört mit zur chinesischen Kultur und wir beschäftigen uns weiterhin wieder damit. Und es ist eine magische, es gibt magische Zusammenhänge, unerklärbar, ist klar, aber wenn man sich damit beschäftigt, dann gibt es irgendeinen. Ich hoffe, dass ich Zugang finden werde. Ja. Und bin dankbar, dass Sie mir den Anstoß gegeben haben. Ja, gerne. Ich habe es von Hermann Hesse. Der schrieb in seinem Glasperlenspiel,
einer seiner wesentlichen, finde ich, seiner Hauptromane. Da ist es erwähnt und also damals war ich 18 oder 20, weiß ich nicht wie alt. Ich las den Roman und dachte, hört sich interessant an, möchte ich gerne haben. Ja, und seitdem war ich immer wieder beschäftigt damit. Aber ja, und bis eben zur, ja, und wahrscheinlich ist ja, die, mit dieser Zusammenhang von einmal der Digitalisierung der Welt, einmal dem Urcode, dem digitalen Urcode aus der Bronzezeit, ja, und dem Mauerfall, das sind drei so großartige, wichtige Ereignisse. Ich dachte eben, da mache ich jetzt noch ein Buch draus. Dass man dies verbinden kann, ja, hätte man auch niemals wahrscheinlich auch vorher, ja, nicht gedacht. Das stimmt. Hm. Ja, ich danke Ihnen. Gerne, herzlich. It generously loved. One man, one wife, one love, true life, man, sweetheart, made of this. Man, sweetheart, made of this.